sondern die Familie, die Freunde waren ja plötzlich auch mit in dieser ganzen Lage, dass beobachtet wurde und so weiter und so fort. Wie hat das denn sein privates Umfeld letztendlich beeinflusst? Also wie haben Freunde, Familie und Ähnliche reagiert? Also jetzt in den ganzen Jahren im Prinzip so. Se ponderă de un cu trei. S-a întâmplat în privat, sunt în stagiul de șoc, este curățit. Dar în fauna fel, îi pare mă dava, se vede să mă mită de. A venit o fără de bani, în acel timp, în timpul ei. În timpul ei, în rai, în vizor, în nai. Dacă nu. Unde poate au. Dar va în fapt, ea, de juri privat și de juri, al divinului față, când rezolvăți, când ați fapt, e de zi, trai, să știu, nu știu, trai, să știu, ne-a văzut, și unde vinde. Mit zwei verschiedenen Menschen, zwei verschiedenen Dinge. Der konnte ganz gut trennen, wie gesagt, Jude als Freund, Jude als Vater und Jude als Repräsentant seines Sohnes. Ist das wie haben Sie ihn denn getrennt? Ich meine, es war ja auch ein Jude. Hat er sich während diesen Jahren im Prinzip verändert? Waren da, ich sag mal, Sachen, Stress, die sind schon wieder los oder wie auch immer? Wie? Habe ich mir quasi dieses Leben in dieser Zeit, wo es ja auch bekannt ist, wie habe ich mir das vorgestellt? Na gut, wir haben vom kalten Blick, wenn ich das Blick als Kind und Kinder so überhaupt nicht mitgekriegt. Und ich glaube, wie Juli auch nicht. Das war so eine Zeit, das war noch Frühschutzzeit, das war die erste Kriegsfolge, das war Tauwetter, Aprilwetter, wie gesagt, die Rechte, die berühmte Rechte in Sowjetunion, das war ganz so präsentiert. Und der Juli als für mich als Onkel Juri war ganz normal. Der hat davon, von diesem Ruhm, das haben alle seine Freunde immer verstanden. Die haben sich später interviewt, der Xelion, der erste Kosmonaut, der ist alt, der Juri war immer Juri. Der ist so geblieben, wie er war. Er hat überhaupt kein, von diesem Ruhm, kein Schmerz bekommen. Der war ganz normal. Okay. Es ist ja, dann durch diesen Unfall gestorben, relativ jung. Wie haben Sie das denn jetzt erlebt? War das eine Sache, die klar war, wie es ablief? Oder gab es da im Prinzip Staatsgeheimnisse drüber? Wie hatte ich mir das vorzustellen? Also es sind ja sehr viele Dinge, wo man immer noch sozusagen drüber spricht. Niemand sagt die Wahrheit. War die Wahrheit das, was damals erzählt wurde? Wie war das wirklich damals jetzt wieder vergessen? Wie haben Sie das erlebt? Das war für mich eine große Tragödie. Ich kann diesen Tag bis heute an diesem Tag ganz gut erinnern, das war wirklich. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sowas passiert. Mein Vater kam nach Hause, ich weiß noch, was im Fernsehen ist und so sagte, wollen wir leben. Ich habe immer Zeit in meinem Land gesucht. Aber für jeden Tag habe ich da aufgeschrieben, was haben Sie gemacht und diesen Tag. Und diesen Tag habe ich in meinem Tagesbuch einfach mit einem Nein zu allem Leben. Der Tag steht in meinem Tagesbuch. Und der dann fehlt dann. Und ich glaube, die Wahrheit kennt man nicht selten. Die Wahrheit ist nie ins Licht gekommen, leider. Mein Vater hat nach der Schule, er wollte die ganze Geschichte nochmal untersuchen lassen, aber bis heute liegen in einem, sagen wir, in einem Lager, in einer verzinkte Kiste, die Reste von dem Flugzeug, die ich sage immer, zusammengeschweißt mit Juris Blut und seinem Leib und Seitenzeichen quasi zusammen gemacht, wie er dazu gekommen ist. Die offizielle Zelle war, ja, Pilotenzelle. Da haben natürlich alle Kosmonauten und selbst der General Kamani, der mal geschätzt hat, alle Kosmonauten, die haben gesagt, das ist ein Verständnis. Wir haben versucht, das weiter zu verfolgen, die ganze Recherchen, aber wie es später, nach 30 Jahren, rauskam, die Aussagen von Garantitos, der zweite Kosmonauten, und von Empfehlungen wurde gefälscht, so beschreibe ich mir ein Buch. Und da kamen natürlich die Gedanken, wieso, warum? Warum fragt man die Aussagen, die damals die beiden Kosmonauten gemacht haben, warum waren sie gefälscht? Einfach anders hingeschrieben.
die 2 Minuten Runde, 2 Sekunden Runde, 20 Sekunden und bei dieser Geschwindigkeit, 2 Sekunden und 20, das ist riesiger Unterschied. Naja, ich hoffe, dass irgendwann vielleicht wird die Sache doch wieder auf den Boden kommen. Die Klarheit und die Waffe kommen. Ich hoffe, es ist. Ja, ich finde es jetzt vorzustellen, oder wir hatten im letzten war dann Mondlandung, da war der Hype, das waren die Helden und so, das ist also die Tat, wo die da sind, sehr in den Hintergrund getroffen. Wie ist das eigentlich, welchen Stellenwert hat dieser Mann heute noch, oder hat es auch in den 70er und 80er Jahren und jetzt auch später, welchen Stellenwert hat er? Also gerade auch dieser 12. April, wie kann ich mir das vorzustellen? Also sozusagen als Wetzler, der wirklich nicht weiß, wie sozusagen auf der anderen Seite warten. Das ist ein Wahltag in Russland nach wie vor. Das war damals nach dem Flug als Freitag, 12. April, dass man auf den Tag, ja, oder dass man auf den Tag genannt. Und man feierte bis heute der Gott und der Juli ist der beliebteste Held nach wie vor. Weil ich sage immer, Juli ist ganz leicht zu lieben. Der war nur 34 geworden. Er hat nichts Schlechtes. Er war ein echter, ehrlicher Kerl. Er war ein absolut sympathischer mit seiner strahlenden Leben. Und der war über alles hin. Und ich befolge sehr viel. Also nach wie vor große Welt. Wir bewundern nur, dass vor kurzem, vor 2 Jahren, hatten die Russen der Helden ausgesucht für russische Geschichte. Sowjetische Geschichte. Da hat der Gagarin immer einen Führungsplatz gehabt, später leider nicht. Der war aber in dieses 10 beliebteste Helden von der ganzen russischen sowjetischen Geschichte. Da ist er drin. Also, sehr, sehr gut. Okay. Du Arme, ja.